nur geklappt. Ich weiß auch nicht warum. Ah, ey, erstmal ein bisschen Copyright-Claim aufholen. Ubisoft. Einfach mal italienisch machen, warum nicht? Okay, kein Knistern. Noch nicht. Doch jetzt. Hörst du jetzt ein Knistern? Aber ich vermute, dass es teilweise einfach nur an mir liegt, dass ich ein Knistern höre. Du hast aber auch ein Knistern. Okay, dann liegt. Das heißt, mein. Ja, stimmt, klar, mein Desktop-Sound erzeugt so ein Knistern und deswegen höre ich das ja auch immer, aber der Desktop-Sound wird auch übertragen, also muss ich das ja auch hören. Vielleicht muss ich irgendwann mal gucken, dass ich die Soundquellen ein bisschen auseinanderschiebe, aber ich mache einfach mal zu. Ist eh schlecht für ein Copyright, wenn ich das die ganze Zeit laufen lasse und öffne das jetzt nochmal. Dann Hausaufgabe, guck dir das an. Im Let's Play von Fresenjungen oder so. Ich muss. Havoc. Hallo, dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen, gelesen. Ich überlege gerade, wie dein Name war. Hallo auf jeden Fall. Hallo. Okay, Rayman 3. Ich habe wieder extra die italienische Sprachausgabe gewählt, einfach nur, weil ich Freude dran habe. Starten wir auch einfach mal direkt ins Spiel. Guck mal gerade, die Lautstärke war ja, glaube ich, ganz okay. Jetzt gerade. Ich lasse es erstmal so und wenn es irgendwann mal nicht so doof, wenn es irgendwann doof ist, dann kannst du es immer noch leiser stellen, aber meine größte Sorge ist auf jeden Fall gerade das Knistern. Aber gut. Ja, neues Spiel bitte. So, wie heißt es denn? Wie viele? Fünf Buchstaben. Das ist Italienisch. Italienisch. Das gleiche, was bei Spyro auch eingestellt habe am Montag. Will Deutsch. Dann kriegst du halt Deutsch. Kann man es irgendwo einstellen? Nein, kann man nicht. Das kommt. Starte ich halt noch mal neu. Aber verstehe ich, verstehe ich. Vielleicht muss ich dann gleich noch mal das Programm schließen, aber hey, ich mache doch alles für den guten Tobi. Los, komm mal schnell. Wie ich was eingestellt habe. Wie ich die Sprache ausgewählt habe. Ja, Menü, weg damit. So, Starttaste jetzt. So, hier, neues Deutsch. Starten wir ein neues Spiel, Leute. Ich brauche mal noch einen Namen. Ich hab mal. Wie nenne ich mich? Wir machen einfach mal. Twitch kann entscheiden, wie ich heiße. Hihu, das ist ein schöner Name, so heiße ich. Ah, Sprache einstellen gibt es auf der PS3 nicht. Interessant. Hihu ist auf jeden Fall mein Name. Ich bin froh, dass es das auch passt. Und das ist ein Okay. Ja, speicher ab. Ja, nee. Den habe ich jetzt schon genug geehrt und er ist ja nicht hier, kriegt er auch keine Ehrung. Punkt.
war schon erfolgreich. So, das überspringe ich jetzt natürlich nicht. Aber vielleicht kommentiere ich das so ein bisschen. So ein bisschen Live-Reaction. Heini. Mehr Heini. Hätte man auch machen können. Ist auf jeden Fall das beste Raymond. Ich muss ja sagen, ich finde die Helligkeit vom aktuellen Stand her noch voll erträglich, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es im Gameplay dann sein wird. Was im Streamtitel vergessen. Ich habe meinen Streamtitel aktualisiert, weil da habe ich ein Wort vergessen. Das verkatert kommt übrigens von einer. Also Murphy sagt später noch einen Spruch, den habe ich damals als Kind ein bisschen falsch interpretiert. Und jetzt erzähle ich es euch dann, wenn wir soweit sind. Aber ich nehme es als Kind falsch verstanden, jetzt wo ich erwachsener bin und erwachsener bin, verstehe ich halt einige Dinge auch besser und anders. Und von daher weiß ich jetzt, was gemeint ist. Aber früher wusste ich das nicht. Und ja, werde ich euch dann sagen, wenn es soweit ist. Sofern ich daran denke, ich hoffe, das wird passieren. So. Erstmal noch eine lustige Kindheitserinnerung. Als ich das Spiel zum allerersten Mal angeschmissen habe, was machst du denn? Ich wusste nicht, wie ich steuere. Ich habe mit dem Analog, mit dem Steuerkreuz mich bewegt, aber es hat nicht funktioniert. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Und irgendwann kam ich mal dann auf die Idee, hey, probier doch mal diesen Stick aus. Hast du überhaupt schon mal ein Videospiel gespielt? Die Secret Keys kenne, die hole ich. Die ich kenne und die mir einfallen, die hole ich. Oder die, auf die ich aufmerksam gemacht werde, die hole ich, klar. Man muss nur richtig wollen. Aber ganz ehrlich, oh nein, da ist schon wieder man kann besseres sein Leben anfangen als Raymond 3 auf 100% spielen. Hey, die schießen auf uns. Das sind mal echte Bösewichter. Mist, verkackt. Schnapp die roten Dinger, okay? Hallo Leon. Ja, mach mich gerne aufmerksam. Hey, ich lerne gerne dazu. Ich bekomme langsam schon Krämpfe. Na gut, du warst nicht allzu schlecht. Zur Belohnung schenke ich dir deinen ersten Fallschirmsprung. Ohne Fallschirm. Doch, wird schon dunkel. Wird schon dunkel. Wie gesagt, ihr seht ja ein bisschen heller, als ich es auf meinem großen, also auf meinem größeren Bildschirm sehe. Aber ja, auch. Ich hab's halt dunkler als ihr im Stream, so, Punkt. Und wie sieht's aus, du Wurst in der Pelle? Ich mach doch nur Spaß. Du siehst echt sexy aus. Komm schon, gib Papa ein Küsschen. Na los, nimm es nicht persönlich. Schau mal, was ich gefunden habe: Das Handbuch. Da steht alles drin. Wenn wir es lesen, wissen wir, wie du hier rauskommst. Also, es waren einmal die Looms, sie lebten in Eintracht, Liebe und Frieden. Wie die Hippies.
Doch plötzlich die Katastrophe. Ein schwarzer Lums verwandelt die roten Lums in Hutlums. Die Welt ist in großer Gefahr. Ah, hier steht es. Glowbox ist mit deinen Händen verschwunden. Feige wie er ist, hat er sich sicherlich irgendwo verborgen. Es wird nicht einfach, den Kerl zu schnappen. Zumindest nicht für dich. Ach übrigens, ich habe vergessen zu erwähnen, dass du für alles, was du tust, Punkte bekommst. Schau dir den Zähler an. Ich werde es dir zeigen. Wenn du Punkte hinzugewinnst, erscheint die Anzeige und du gelangst in den Kombo-Modus. Da wird das richtig lustig. Denn im Kombo-Modus gibt es für jede Aktion mehr Punkte. Du solltest nicht trödeln, denn du verlässt den Kombo-Modus wieder, wenn du keine Punkte machst. Noch eine letzte Sache. Mit den Punkten erhältst du Zugang zu verborgenen Leveln. Versuche also möglichst viel davon zu holen. Weil die Minispiele möchte ich natürlich auch mal zeigen. Aber vielleicht finden wir darin noch ein oder zwei Tipps. Sieh da, die sagen, dass man zum Springen die Sprungtaste benutzen muss. Ohne Quatsch. Wer hätte das gedacht? Du hast dich lange und du musst auch von den Eltern kochen. Kochen? Ja, mach das gerne, mach das gerne. Nee. Gibt es wirklich Typen, die für so einen Mist bezahlt werden? Ich hab den Edelstein nicht mitgenommen, ich weiß. Oh, Juwel. Koche mich vielleicht mit. Für mich kannst du auch gerne kochen. Wobei ich schon ungesund gegessen habe heute. Da könnte ich tatsächlich mal was gut gekochtes vertragen. Und nachher ist es doch mal ungesund. Geil. Naja, das ist okay. Keine Lust. Ja, Leon, koch mal für uns alle. Dankeschön. Dann sind wir alle glücklich. Und ja, dass es mit dem Laserreiniger doch nicht so viele Punkte gibt, das weiß ich auch. Ich bin ein Rayman 3 Experte, der nicht alle Secrets kennt. Naja, ist alles okay, ist alles okay. Tu ich auch manchmal. Wenn du nicht Kingdom Hearts spielst. Lust auf Brotaufstrich? Kommt drauf an, was du drauf machst. Aber ein Brotaufstrich kann immer was Gutes sein. Yeah, Rayman, du bist wirklich der Beste. Nein, das ist ja lächerlich. Das Handbuch sagt, du könntest aus deinen Haaren einen Helikopter machen. Ein Helikopter aus Haaren. Die haben wohl schlecht geschlafen. Ja. Also muss man sagen, ich halte auch nicht viel von so klassisch deutschem Brot. Sage ich jetzt einfach mal, also quasi so Schwarzbrot oder einfach Brot, wo nichts drin ist. Das ist halt irgendwie immer so. Nicht, schmeckt nicht nahrhaft und kann damit auch nicht nahrhaft sein. Und glaubt, dass das auch im Hintergrund ist, habe Enten und nicht mit Brot füttern sollte, weil es halt einfach auch schlecht für die Enten ist. Ich kenne die grünen Käfer und ich kenne auch die Tribellen. Aber ja, kein Bock zu sammeln, ganz ehrlich. Es macht keinen Spaß. Das Spiel ist lieber Quell 4 auf 106%. Wie schaut man nochmal? Ah, mit Dreieck. Da ist ein Juwel da unten. Ich bin wahrscheinlich schon zu weit. Stream hängt. Wuhu. Ich hoffe, das liegt nicht an mir. Aber der hat Tobi ja schon mal gesagt, der Experte darin, seinen Stream hängen zu haben. Ne, mein Stream hängt ja auch in letzter Zeit ziemlich. Weil mein Computer irgendwie gerade abspackt die ganze Zeit. Ich habe auch gestern eine Aufnahme gemacht zu einem Video, was morgen kommt. Und ja, die Codierung. Die Codierung hatte Spaß. Du und deine Videos, die du unterlädst. Sieh mal, der Feenrad. Wenn du eine anbaggern willst, dann solltest du woanders hingehen. Hier wimmelt es von alten, total verrückten Schachteln. Okay, hier niemanden anbaggern, okay. Habe ich mir gemerkt, Murphy. Dankeschön für den Hinweis auf jeden Fall. Gib dir noch irgendwas. Dieses Handbuch ist wirklich unschlagbar. Erklärt es, dass Schalter dazu da sind, Mechanismen auszulösen. Nein, ohne Quatsch. Wer hat nur diesen Müll geschrieben? Wer da? Was ist da los? Ist da jemand? Oh. Ja, 4K, das neue 4K. Das ist die Stimme von Globox. Ja, zeig. Sag mal, können wir das hier auch zu dritt machen? Sehr gerne. Mach das sehr gerne, Tobi. Mach das sehr gerne. So viel Freude,
zu Beginn des Spiels. Ich glaube, uns steht etwas Schlimmes bevor. Dann lass mir Zeit. Alles klar. Ich spiel ist auf jeden Fall das beste Rayman-Spiel. Aber es ist halt vom Gameplay her eigentlich schon ziemlich anders als Rayman 2, das Rayman 2 Universum. Es ist schwer. Hallo Natur! Wie ist dein Name, kleine Blume? Rosi? Ich heiße Globox. Das Leben ist schön, ja. Ich sage, es ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte, wenn wir soweit sind. Übrigens, Leon, du hast ganz am Anfang schon eine Geschichte von mir verpasst. Musst du nachgucken. Na bitte, was habe ich gesagt? Da sind schon wieder diese Mistkerle. Und was machen sie wohl? Sie greifen den Feenrad an. Was für eine Überraschung. Nach Rayman 2 hatte man mir eine Rolle als Künstler versprochen, der in den Armen eines Mädchens mit, großen Augen die Liebe entdeckt. Und was ist? Ich spiele eine Fliege in einem B-Film. Ja, Karriere ist schwierig. Karriere ist schwierig. Komm, hauen wir ab. Wir haben jetzt alle Geheimnisse übersehen, die wir mitkommen können, aber ja. Rayman ist auf jeden Fall eine Drahtstunde. Lecky. Ja. Okay. Uns beide bequemer, ne? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen André schnappen, bevor er das Herz der Welt erreicht. Da, 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 da. Hey, sieh mal, ein Schalter. Da, da. Bei jedem Treffer löst er einen Mechanismus aus. Käfer. Ja, hier gibt es gleich einen Käfer. Ich glaube, ich erinnere mich an den. Ja, also als ich auch mal angefangen habe, halt auch 100% zu holen, habe ich halt irgendwann in der Feenlichtung, im Eichbornwald mir gemeint, so auch nicht, kein Bock. Dreieck ist Kamera. Oh, komm. Beeil dich, Andres Macht wächst. Wenn du weiter trödelst, erzählt er allen noch, er sei dein Vater. Oh. Punkte, ich möchte Combo-Punkte haben. Dankeschön. Oh, Rayman, fantastisch. Da, da. Okay, den zweiten habe ich natürlich mitgenommen, tatsächlich. Bin noch irgendwo ein zweiter. Sieh mal, Spardosen. Da oben. Ah ja, da kommen wir gleich hin. Cool. Und da gibt es auch gleich die Geschichte. Da war wieder dunkel, alles klar. Es gibt gleich auf jeden Fall eine Geschichte. Sobald Murphy eine gewisse Sache gesagt hat, und die wird er im nächsten Raum mit Sicherheit von sich geben. Akkordeon spielen gibt es erst in Rayman Revolution. In Rayman Rabbit. Außergewöhnlich, phänomenal, einmalig, super, duper, extra klasse. Unglaublich, du hast die Spardosen zertrümmert und damit die Türe geöffnet. Das ist ein wahres Zauberland. So, gleich wird Murphy einen Spruch sagen. Und den möchte ich aus ihm herauskürzeln. Los, so. Murphy, sag mal. Ich trigger das mal schon ein bisschen. So, und, ja. Los, Rayman, und. Entschuldige, da kommt eine Nachricht aus der Zentrale. Es ist der Projektleiter. Er entschuldigt sich im Namen aller für dieses Training. Ich zitiere: Ist nicht sehr lustig. Ist okay, ich verzeih ihm. Die Bogenschläge helfen dir, die Hoodlums zu besiegen. Murphy, lag dein Spruch. Dö. Ist sehr spannend gerade, ich weiß, aber ich möchte, dass der Murphy uns was sagt. Hier nochmal ein bisschen.
Ich kann einfach schon mal sagen, was er sagt. Vielleicht sagt er es ja gleich. Auf jeden Fall hat er irgendwie sowas gesagt. Er hat halt so über das Arbeitsleben der Feen hier, also ein bisschen über das Arbeitsleben der Feen gesprochen, hat gesagt, dass sie immer früh anfangen müssen. Und er deshalb gesagt hat, ah, deshalb gehen Feen nie feiern. Stell dir das vor, morgens um 3:30 oder so verkatert in den Feenrad zu gehen, das funktioniert da nicht. Und dieses oder mit einem Kater in den Feenrad zu gehen. Und ich habe den Spruch nicht so ganz verstanden, dachte halt dann seitdem eine lange Zeit lang, dass Raymond ein Kater sei. Ja. Naja, Murphy hat keinen Bock zu reden, dann. Ciao. Ich muss auch irgendwie für Unterhaltung sorgen. Oh, weg. Ist okay. Wo steht eigentlich, dass ich die Stunts selbst spielen muss? Ruft meinen Agenten an. Ich will sofort meinen Vertrag sehen. Wo ist mein... Hör zu, du Witzfigur. Sobald ich die Energie aus dem Käfer der Welt in Hoodlums verwandelt habe, komme ich zurück und kümmere mich um dich. Aber was ist denn das? Laserreiniger. Dann koch mal schön. Und lass es dir schmecken. Aber das ist doch genau, was wir brauchen. Du hast recht. Nein, Raymond, fass das Ding nicht an. Das gehört den Hoodlums und ist möglicherweise gefährlich. Laserreiniger. Ja, den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen. Haha, sehr schick. Jetzt musst du nur noch herausfinden, wie es funktioniert. Kann ich das Pferd irgendwie sinnvoll kombinieren? Ah, ist keine. Ah, schade. Ist auch schwierig, die in eine Kombo reinzubekommen, oder? Verlieren wir keine Zeit! Das Überleben aller Völker hängt davon ab! Du sagst mir, wenn ich übertreibe, okay? Du übertreibst. Da kann man auch echt viel. Ja, richtig. Vor allem, wenn man halt den Käfer als allerletztes einsammelt, dann hat der Käfer ja neben dem Laserreiniger-Multiplikator ja auch noch so einen Multiplikator, weil es einfach schon eine lange Kombo ist. Das ist halt, da kann man wirklich richtig viel rausholen. Das hat man ja auch immer, wenn es grüne Edelsteine gibt, die man als letztes sammeln sollte, damit die halt auch noch ganz viel multipliziert werden. Hallo Globox. Das ging leicht. Wenn man so erst Gegner killt, dann bleibt der Kombo. Stimmt, wenn man Gegner killt, dann ist der Modus länger, ja. Stimmt. Hätte ich gerade eben aber nicht tun können. Nee. Oh. Ist egal. Soll nicht mein Schaden sein, dass die Entwickler keine vernünftigen 100% einprogrammieren konnten. Sehr dunkel. Ah, danke schön. Ist gar nicht mehr so schwer, genau. Also wenn du am Ende dieses Raums bist, nach oben geklettert bist, dreh dich mal um. Okay, mache ich. Es knistert wieder. Aber das ist nicht mein Capture Card knistern, das ist mein anderes Knistern. Hallo Käfer, ich habe ich gesehen, Tribelle. Nach oben. Also wenn ich nach oben geklettert bin, okay. Ja. Wie eine Spinne. Vorsicht, zerkratzt dir nicht die Nase. Ich meine mal, ich könnte dieses 100%, also dieses 100%-System mit verschiedenen Dingen sammeln, ist ja, kennt man ja aus vielen Dingen. Gerade ich aus The Blob, kennt es ja jetzt auch gerade. Aber, ich finde, dann sollte es irgendwie so einen Counter geben, so, ja.
wo es schwarze Damen gibt, aber es geht ja wie gesagt nur darum, Multiplikator zu holen. Das macht halt das andere nochmal unnötiger, auch anzugeben, wo was fehlt. Das war der, der dir immer gefehlt hat. Verständlich, verständlich. Aber das ist nicht der Einzige, der Piech versteckt ist. Wer ist Zelda? Übrigens auch zufällig, wo André drin ist. Der kann halt, der sucht sich dann irgendwo noch raus und dann den müssen wir dann halt auch. Lass ihn nicht entfliehen. Sind Sie es, Schwester Gundula? Weg da! Ja. Das Herz der Welt! Ich spüre es! Es ist doch wobei ich das hier an der Stelle auch sagen würde, für 100% sollte man auch nicht die maximalen Punkte brauchen. Weil das ist halt schon ein bisschen hardcore, aber halt schon viele Punkte, klar. So, dieser Murphy-Stempel ist halt eigentlich eine gute Anlehnung, an der man sich orientieren kann. Es sind nicht alle Punkte, aber einige Punkte. Und ja. Aber der Murphy-Stempel bringt einem nichts. Das hat nichts mit, 100%, mit den, keine Ahnung, Trophäen 100% zu tun. Aber gut, hey. Dafür gibt es ja nicht mal eine Platin-Trophäe. Das hat Leon schon gemacht, hat ihm nicht gefallen. Leon mag Spider-Man 2 nicht. Stimmt das mit... Und der Gegner hat mir jetzt längere... Pause gebracht. Rayman? Kumpel? Ah nee, das war nicht cool. Auf dem Gegner zu besiegen gibt einem auf jeden Fall eine längere Haltbarkeit. Eine feine Sache. Du wusstest das nicht, Leon? Ich meine mal, du hast auch deine Let's Play von 2013 erwähnt, dass du mal Kingdom Hearts spielen müsstest. Hat ja nur, 6 Jahre gedauert und die Spende eines anonymen Zuschauers. André darf auf keinen Fall hinein. Raymond, ich bin da. Ich würde Kingdom Hearts 3 spoilern. Das müsste ich, glaube ich, kennen. Ich guck mal, ob ich das finde. Also noch nicht verraten, ich will gucken, ob ich es selbst noch herausfinde. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es da eins gibt. Das war es sowieso schon immer seltsam für mich früher, dass man dann das Level verletzt, dann so steht Levelpunkte 0%. Noch 2020 Punkte bis zum nächsten Monus-Level. Passt. Perfekt. André! Hey! Wo ist André? Los, lasst uns die Mönche fragen. Offensichtlich hat sich André noch nicht daran vergriffen. Ah, hier kann man hochklettern, ja. War das über dem Eingang? Ja. Okay, Konzentration. Ah, hier muss er nicht konzentrieren. Hier sammelt man einfach alles ein, so wie es ist und gut ist. Und wenn der Grüne, der ist jetzt, gibt es ganz viel Bonus. Wir haben jetzt 6000 Bonus bekommen, glaube ich, für den Grünen. So nur 4500. Hey, sag mal, habt ihr André gesehen? Donald. Für die kann man auch nicht viel falsch machen. Ihr Idioten, wie ich vermutet habe, André ist nicht tot.
Globox kann nicht beim Herzen bleiben. Das ist zu. Mach das, mach das. Mein Beileid auf jeden Fall, mach das. Globox ist dein Freund. Bring ihn zum Heiler in den Eichbornwald. In den Hornywald. Ich kenne ihn. Er weiß, wie du André los wirst. Rayman, pass auf! André ist ein schwarzer Lums. Und schwarze Lums sind böse. Er wird Globox sicherlich zwingen. Ach, Murphy, was ist schon gut, was ist schon böse? Globox ist allergisch gegen Pflaumensaft. Keine Donald-Musik mehr, schade. Naja, tschüss, Donald. Und die Könige sind auch alle gestorben. Okay, dann bin ich jetzt der König. Aber ich bin schön, dass man endlich das Herz der Welt sieht. Sind das hier die 800.000... 1 Million Lums? Vermutlich. Das waren mal die gelben Lums. Die kann man ja auch irgendwie als Sonnen interpretieren. So in dieser Welt. In dieser Mythologie, die Rayman 2 aufgebaut hat. Die ja, ich denke jetzt einfach mal in Rayman 3 auch weiterhin gilt. Ja, interessant. Ich würde eigentlich mehr so über, keine Ahnung, einfach so über die Mythologie von Rayman. Das müssen wir einfach mal so ein bisschen lernen. Naja, hauen wir mal ab. Und jetzt die leichteste optionale Trophäe. nicht sterben. Also nicht stürzen. Stürzen, schubsen tut nämlich nur die Liz und dann stürzt man, aber ansonsten sollte man nicht stürzen. Nicht unstürzen tut man in Kingdom Hearts. Oh Gott. Kingdom Hearts Liebe. Donald. Ah, das war dumm. Das war fies. Aber auch dumm. Ich bin's. Hey! Da. Donald. Aber diese Level machen sehr viel Spaß. Und eigentlich ganz gut, dass sie es auch nicht übertrieben haben. Sie haben 3 reingemacht und dann haben sie aber nicht weiter damit übertrieben. Das ist eigentlich auch ganz nett. Verkackt. Donald. Donald. Donald, Donald. Boah, es ist dunkel. So, jetzt gibt es ganz viele Punkte. Aber leider sehr wenig. Nein. Vor jedem Doktor. Automatische Datenspeicherung. Bitte entfernen Sie weder die Memory Card. Das ist eine 8MB, das ist die 8MB Memory Card. Okay. Ist die 6MB Memory Card überhaupt offiziell von Sony? Ich glaube nicht. Musik, wo bist du? Klassiker auf jeden Fall. Hey, wer hat die schöne Musik ausgemacht? Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Musik, wo bist du? Schnauze! Und hol mich hier raus! Ich habe Durst! Oh, Rayman, ich brauche dringend ärztliche Hilfe! Hey, fass deinen Kumpel nicht an! Ja! Ja! Schluss jetzt! Im Handzug steht, wir sind die besten Freunde! Okay. Du wirst den Walddoktor niemals. Viel Spaß, Tobi! Meine Hoodlums werden euch aufhalten! Wobei ich mir das eigentlich auch hätte ein bisschen aufsparen können für die Fähigkeit, die ich gleich bekomme, aber hey, egal, passt schon. Passt schon.
Ich würde sagen, jetzt wo Tobi nicht da ist, schnell die Möglichkeit ergreifen, keine Käfer sammeln zu müssen. Hehe. Oh, die Hoodlums haben alle Kleindinger eingesperrt. Das ist aber nicht nett. Du bist nicht nett. Ah ja, ich will natürlich auch alle Käfige holen. Also alle Käfige möchte ich auf jeden Fall holen. Ja, ja, klar. Schau mal, was ich den Hoodlums weggenommen habe. Es wäre ja Blasphemie, die Käfige in Raymond nicht zu sammeln. Was wäre denn ein Raymond ohne Käfige? Raymond Raving Rabbits hat Käfige gehabt. Ich habe mir erst dann Lust, nochmal Raymond Raving Rabbits zu spielen. Das ist halt die GBA-Version. Vielleicht mache ich das nach Raymond 3. Jetzt habe ich das mal auf YouTube gebracht. Ab jetzt mache ich es einfach nochmal, weil es ist ein schönes Spiel und ich möchte das mit neuen Leuten näher bringen. Ihnen eine. Die wahre Story von Raymond 1 zu zeigen. Von Raymond Raving Rabbits. So. Den Käfer habe ich nicht geholt. Jetzt mit dem Hund raus, los! Da dann armer Hund auf jeden Fall. Ich hab den Kleinen geholt, alles gut. Ich muss los, die Natur rufen. Mach das, Natur ist wichtig. Vor allem für den Hund. Komm, dann hol ich den. Ja, geht nicht. Zu. Catnoa. Die neue Folge Miraculous Ladybug war cool. Bin gespannt, wie es weitergeht. Okay, wo sind wir jetzt gerade überhaupt? Ist das hier die Klippe? So, einfach totklatschen. Ja, mach doch. Ja, wenn du Globax tötest, stirbst du auch irgendwann, André, das sollst du wissen. Das war doch gut. Das war eine gute Combo, würde ich sagen. Kann man sicherlich besser machen, aber hey, ich hab. Oh, hier ist noch was. Ah, so. Geschafft. So. Jetzt ist besser gemacht worden. Sehr gut. Ich muss auch irgendwas essen. Ich habe heute letzte Vorlesung gemacht. Und ja, irgendwann dann Prüfungstermine. Aber da ist ja morgen. Ich hab halt zwei Kurse bei dem gleichen Professor. Da ist braucht noch zwei Prüfungstermine bei ihm. Geil, auf jeden Fall. Das habe ich früher auch nie gecheckt, wie das funktioniert. Es wird auf jeden Fall schön, dass das Spiel den Analogstick unterstützt. Ein nächstes Spiel mit einem GTA 3 mit dem Steuerkreuz? Nein. Und ich habe übrigens auch fast die Platin-Trophäe bei The Blob. Da kommt morgen eine Stunde hinzu, habe ich ein bisschen das Spiel gezeigt und die Gelegenheit ausgenutzt, halt für die Trophäe voranzukommen. Aber ich habe jetzt auch fast Platin da rausgeholt. Nur noch einmal ein Level machen und alles einfärben. Ich hoffe, ich schaffe das. Eigentlich ist es nicht schwierig, ich muss einfach nur gründlich sein. Entweder gibst du mir zu trinken oder ich sauge deinen Darm auf wie eine Nudel. Ja, saug deine Nudel gerne aus, da freut er sich. Ja. Sehr weit. Das ist der längste Weg zum Doktor. Längste Abkürzung. Ja.
Geschlechtskrankheiten im Weltraum. Ich bin gespannt, was das für ein Spiel ist. Kann ja nur besser werden als Brain. Ach, Brain, Break. Braid ist auch alles das gleiche. Wo ist Lapalot? Da ist Lapalot. So, hier ist auf jeden Fall noch einiges in optionalen Käfigen, aber ich denke mal, wir kriegen die Käfige hin. Und wenn nicht, dann hat Leon das Recht, mich zu verprügeln. Mit Hammer und Meißel. Eine Tür. Oh, nochmal mit vielen Lumps. Sehr gut. Lumps. Edelstein. Juwelen sind Juwelen. Für mich sind es keine Edelsteine. Ich nenne es einfach jetzt Juwelen. Glänzende Objekte, Männlichkeitspunkte. Wie heißen die Dinger? Leon? Du bist doch Experte in Sachen Objekte. Wie heißen die? Gib denen einen Namen. Sind es Männlichkeitsjuwelen oder so? Ich weiß es nicht. Tripperpunkte. Egal. Hätte man natürlich einen Power-Up holen müssen, aber ich hatte auch Angst, dass der Edelstein halt auch wieder verschwindet. Ich könnte ihn nämlich auch. Von daher habe ich es jetzt einfach. Ich hätte den grünen Edelstein noch holen können. Habe ich nicht gemacht. Ich weiß, war dumm von mir. Aber hey, lasst mich. Lasst euch überraschen. Da. Lasst mich rennen. Hallo? Was machst du da unten? Ich brauche jetzt nicht alle Edelsteine sammeln, das ist mir eigentlich. Bringt mir nichts, gibt mir keinen Kick. Ich gehe einfach direkt hier zu einer neuen Animation. Live von Ubisoft. Österreich. Ich muss noch meinen Joghurt aufessen. Wenn Rayman eine Gurkennase ist, was sind dann die Kleinlinge? Gurkenköpfe? Mein Lieblings-Power-Up, definitiv. Hält so lange, damit kann man gut kämpfen. Kriege ich den? Sehr schön, sehr schön. Das war super. Na komm. So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen von der Fähigkeit so zeitlich verschwendet und kriege jetzt nicht mehr so viele Punkte. Aber ja, ist egal. Mayday, Mayday, unbekanntes Flugobjekt aus einer fernen Galaxie. Das war nicht das halten, Gobox. So, wir machen aber jetzt hier an der Stelle ein bisschen effizienter und so erstmal. Ich muss los, voll tacken.
Ja, den habe ich leider nicht mitgenommen. Aber im Großen und Ganzen noch ziemlich gut gemacht, würde ich sagen. Hätte doch fast ein Kompetenz verdient. Aber nee. Das hab ich nämlich nicht zu entscheiden. Das habt ihr es zu entscheiden. Warum sind denn immer noch Gegner? So, weg mit dir, habe ich gesagt. Dankeschön. So, weiter geht's. Wir sind ein bisschen knapp von der Zeit her, aber wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das, ja. Wir müssen einfach ganz schnell zur Tür. Ja. Und was jetzt kommt, liebe Leute, das ist, Nett hier, findest du nicht auch, Raiden? Es gibt sogar Pflaumen. Ich liebe Pflaumensaft. Ich liebe Pflaumensaft. Bei Pflaumensaft muss ich ja immer an die eine typisch Andy-Folge denken, wo er, den Brand in der Mall, mit seinem Urin gelöscht hat. Das war, ehrenhaft auf jeden Fall. So, was sagt Tobi? 82%? Das ist doch, 4 Sterne. Kann man nichts dagegen sagen. Und ich habe heute in Animal Crossing, glaube ich, ein neues Gemälde bekommen. Oh, ich habe ein Video bekommen von Fresenjunge. Schönes Video auf jeden Fall, Dankeschön dafür. Das lade ich auf YouTube hoch. So, ja, Tobi. Jetzt ist aber Schluss. Hier gibt's ein Geheimnis. Wir müssen dringend zum Arzt. Nämlich da. Oh, nein, nicht da. Hier oben. Da. Das ist ein Geheimfach. Wenn man dann nicht gegen die Decke knallt, dann erreicht man sogar einen Schalter. Ja, das stimmt tatsächlich wirklich. Aber vor Leon, da kann ich die ganz lächerlich machen. Tatsächlich ja. Nicht bei Frauen auch so ungeschickt an. Boah, dieses Spiel. Nicht mal gut, dass mir jetzt nochmal die ganzen Sprüche gönne. Können wir jetzt gehen? Nein, Globox, wir können nicht gehen. Hast du vorhin zu einer Frau auch gesagt und dann ja, hast du ja Schluss gemacht mit dir und hat die Kinder aufgegessen oder so, wie man es halt bei Fröschen tut. Aua. Zuckst du, ihr spielt doch bald das Spiel, ne? Erst aber wieder PS2? Bald. Und vor allem nächstes Jahr erst, keine Ahnung. Ah ne, der lädt jetzt erstmal eine Zwischensequenz. Kriege ich den auch doppelt? Sehr gut, sehr gut. Also, noch in der Bonusrunde halt. Sehr schön, sehr schön. Die schöne Tribelle. Wie heißen eigentlich diese Käfer? Die haben doch schon auch irgendeinen Namen. Die haben doch schon auch einen Namen. Vielleicht noch ganz interessant, dass eigentlich gefühlt mehr als die Hälfte der Käfige in dem Spiel eigentlich so Story-Käfige sind. Thank you.
Eine Flasche willst du. Du bist eine Flasche. Komm, machen wir schon mal auf, du Globox. Tolle Technik, da kann man nicht meckern. Aber wozu ist das gut? Ach, Globox. Wofür ist ein Schloss gut? So, Nummer 1. Aber es ist noch nicht alles. Also Globox möchte wahrscheinlich erstmal laufen. Hütte mit Mini-Höhle. In der Hütte ist ein Käfer an der Decke. Da, wo auch die Tribelle war, oder wo? Ne, da war keine Tribelle. Da, wo ich auch die Edelsteine da gesammelt habe. Wenn ich den Käfer... Wie lange bleibt der Edelstein liegen? Wenn ich jetzt nochmal Lust habe, so, keine Ahnung, irgendwie... ein Power-Up zu holen, damit ich mehr Punkte bekomme, halt mir egal. Die 1500 Punkte. Oder reicht es vielleicht auch einfach hier mit dem Power-Up denn zu laufen? Ich weiß es nicht. Alles reicht. Hier drin meinst du? Nee. Keine Ahnung. Ich bin blind. Das Spiel ist ja auch blind, weil normalerweise macht es dann einen roten Kreis. Mal lieber. Ah, da! Jetzt habe ich es nicht gesehen. Weil ich da nicht hingeguckt habe. Punkt. Ah, egal. Nicht gut. Globox. Globox nicht gut. Globox nicht klauen. Globox nicht klauen. Hilfe. Hilfe. Ja, der gefühlt jeder Kleinling hier ein Story-Kleinling. Vielleicht, aber ich habe da auf jeden Fall nicht hingeguckt. Ich habe halt in die Höhle geschaut, nicht an die Hütte. Du hast mal vorhin gesagt, Hütte mit Mini-Höhle. In der Hütte? Ja, du hast gesagt, in der Hütte. Das stimmt. Aber ich habe in die Höhle geguckt. Also, das Spiel hat mir das auch nicht gezeigt. Oh Mist. Da gibt's Mist. Ihr habt euer Bestes versucht, aber nun ist unser umgekehrt Umkehrplan. Wir saugen das Gute aus dieser Dimension und lassen nur das Schlechteste aller möglichen Welten übrig. So. Frage an Leon. Warum kriegen wir jetzt nochmal die Sequenz? Ich muss noch im Handschuhfach nachschauen. Du hast auch gesagt an der Hütte. Du hast alles richtig gemacht, Tobi. Du hast alles richtig gemacht. Der Fehler liegt bei mir. Hilfe.
Das war jetzt der siebte. Gerade. Dankeschön, dass es noch geklappt hat. Und das ist jetzt der achte. Und 9 und 10 kommen auch noch. Ach stimmt, wir sind ja schon gleich beim Endboss, ne? Krass, wie kurz. Ich dachte, es dauert viel länger. Das ist so knapp. So, Nummer 9. Und es gibt ja nur 10, ne? Lass uns gucken. Ja, genau. Dann haben wir ja alle auf jeden Fall. Da war jetzt eigentlich noch einer versteckt. Wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt ist sonst weiter nichts. Levelpunkte 3% bestimmt. 90%, krass. Passt mein Gebot, ja. Nur halt 6 zu wenig. Und das heißt der Level. Interessant. Da unten, Raymond, da ist die Praxis des Heilers. Wir haben es geschafft. Bibi! Schwabbel. Ich mag diesen Bosskampf sehr, zumindest die zweite Phase. Seht mal, was da auf euch wartet. Ja, frag den zu Drago, der weiß das bestimmt. Come on! Hallo? Aber Hauptsache, ich nehme keinen Schaden. Ja, ich weiß. Ist schon ein cooler Boss, tatsächlich. Bessere Bosskämpfe als Spider-Man. Nee, geht. Ja, das ist nicht gut gerade, wie er hier rumläuft. Ja, aber das ist ganz cool das Kampfsystem angeboten. Raymond 3 hat ja auch ein ganz cooles Kampfsystem. Besseres als Raymond 2 auf jeden Fall. Da. Ich hab die Hälfte übrigens, aber ich bin noch nicht am Ende der Welt. Aber man muss das Spiel auch ein bisschen genießen, da kann man sich auch mal ein bisschen Zeit lassen und ständig von diesen Boss zu Füßen getreten werden. Und mit der Rakete daneben zielen, ich stelle mich bei Frauen nämlich auch so schlecht an. Ist überlastet übrigens, aber es ist nicht so schlimm wie bei meiner Crash-Aufnahme. Da war das richtiger Abfall. Oh, ey. Na endlich! Und noch ein drittes Mal. Jetzt tauchen Gegner auf. Heißt nur mehr Punkte für uns, aber es tauchen sie nur beim ersten Mal auf. Ist auch sinnvoll, dass die Gegner nur einmal auftauchen, sonst könnte man hier ja unendlich Punkte farmen. Das wäre dann ein bisschen gegen das Konzept des Spiels. Da könnte man hier, wie gesagt, dann... unendlich Punkte farmen und das will man ja nicht, denn das weh. Scheibenkleister. Das ist mein. Dankeschön. Aber jetzt kommt die coole Phase des Bosskampfes. Ich habe übrigens um 16 Uhr einen Termin. Habe ich im Tutorium. Danach gehst du meiner Mutter Abendessen.
Da kann man nochmal Fettpunkte machen, richtig. Wenn man sich nicht so schlecht anstellt, wie ich das gerade tue. Ja, da war es knapp. Also, die Zeit ist auf jeden Fall großzügig, wenn man halt Gegner plättet, das ist ganz nett. Aber das habe ich gerade einfach nur sehr dumm angestellt. Zumal der Sprung einem ja auch nochmal gut Perfektion gibt, Zielsicherheit. Aber die guten Punkte, die Tobias gerne sehen möchte, Halleluja. Die gibt's bei mir leider nicht. Tut mir leid. Ja, es geht los. Das war ein Blitzschlag. Was machst du? Steuerung. Habt ihr das gerade? Ich find's auch lustig, wenn sie gegenseitig killen. Na, ja, Tobi, Fettpunkte mache ich dir leider nicht, tut mir leid. Nur wegen der Show herkommen. Ja, also in meinem nächsten Abschnitt kriege ich es auf jeden Fall. Also über die 40.000 komme ich auf jeden Fall. Zumal ja auch noch die Rutschbahn mit zu dem Eichbornwald gehört, also von daher. Tobi, was meinst du, wie viele Punkte bekomme ich noch? Also wie viele Punkte habe ich dann insgesamt nach der Rutsche? Weil die ja wie gesagt auch noch zum Eichbornwald gehört. Oh, Raymond zeigt erste Verschleißerscheinungen. Wer ist der Erzähler eigentlich? Kennt man den? Oh. 47k, schätzt Tobi. Okay, ich bin gespannt. Geister begeben, dass ich weniger kriege, Kappa. Oh weh, da habe ich in der Amateurliga. Genau, im nächsten Raum muss halt gut komboen. Das ist richtig. Ich kriege glaube Doppelpunkte. Oh yeah, das war super. Die dritte Welle habe ich ganz gut hinbekommen. So, also 10.000 Punkte, sagst du noch. Da, das ist durch das große Tor. Und erste Stunde am Stream geht voll. Das dauert länger. Je länger ich kombustiere, desto mehr Punkte werden die Juwelen geben. Das ist komplett richtig. Vielleicht kriege ich leider 10.000 Punkte schon in dem Abschnitt. Dann kommst du in den Kombo-Modus. In dem Kombo-Modus kriegst du für jede Aktion mehr Punkte. Test raus das Lobox noch. Ich brauche dringend ärztliche Hilfe. Die nächsten beiden Malen sind, glaube ich, nicht so kooperativ. Mal gucken. So, Geheimnis. Und Geheimnis geschlossen, weil ich den Gegner besiegt habe. Okay. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Wahrscheinlich nicht. Naja, habe ich trotzdem nicht die 3000 bekommen, weil hier gibt's ja kaum was. Ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet, auf jeden Fall. Es waren halt nur 5 Juwelen da drin. Mit dem Grünen. Also von daher konnte ich nichts tun. Oder ich war dumm. Kann auch gut sein. So gut. Schauen wir mal, was wir da haben. Ich darf doch. Verstehe, Sie haben einen schwarzen Lumps verschluckt. Da müssen wir zu härteren Mitteln greifen. Das ist Leon jetzt. Mm-hmm.
bitterborstig. Ich fürchte, dass Ihr Problem größer ist als befürchtet. Sehen Sie, der schwarze Lumps hat sich durch die Niere hindurch irgendwo in der Rippengehen verkrochen. Sie sollten einen Marenspezialisten zu Rate ziehen. Ich kenne einen sehr guten im Land der wandernden Seelen. Ich verlasse Sie jetzt, um meine Instrumente zu säubern. Er hat Instrumente gesagt. So. 47.000 hat Tobi gesagt. Mal gucken, was wir jetzt noch rausholen können. Zählen Folterinstrumente auch. Stimmt, haben sie in SpongeBob gesagt, ne? Das habe ich auch nie so realisiert. Oh, da, das war eine Plattform in der Mitte. Cool. Zählen Folterinstrumente auch. Stimmt, das hat Plankton ja gesagt. Ist es noch weit bis zum Doktor? Noch sowas, was man als Kind natürlich nicht verstanden hat. Zählen Folterinstrumente auch. Ach, als SpongeBob noch gut war und nicht gruselig. Hey! Wie soll man da hinkommen? Wie soll man da rüberkommen? Satan, weißt du, was das für eine CD ist? Das ist Donald. Donald! Ich halte dich! Die Sendung verzögert sich um einige Stunden. Ich bitte um Verzeihung. Aber es wäre schwierig, auf dem Bildschirm zu spielen. Warum ist denn der Checkpoint so weit hinten? Oh. Am Fernseher zu spielen ist schon ein Luxus auf jeden Fall. Dann ist mir jetzt egal, so sollte es auch ein Checkpoint gewesen sein. Gott! Sind wir bald da? Meine Nase juckt. Und nein, Nase ist kein Synonym für Ohr. Meine Nase juckt. Ist es noch weit bis zum Doktor? Ich vermute mal, vielleicht bekomme ich 4000 Punkte. Oder 4000 Punkte. Ja. Die 47.000 Punkte sollte ich auf jeden Fall bekommen, wenn ich jetzt noch 1000 Mal runterfalle, vielleicht. Also wir sind ja gerade auf dem Weg ins Land der wandelnden Seelen. Und ich denke mal, die meisten wissen das, aber ich fand das schon eine krasse Erkenntnis, als ich es herausgefunden habe, was dann am Ende dieser Rutschbahn passiert. Achtet einfach mal drauf, aber ich denke mal, ihr wisst es schon, aber achtet trotzdem mal drauf. Für mich war es damals eine Offenbarung, als ich dann irgendwann mal bemerkt habe, was da eigentlich passiert am Ende. Gott, es wäre knapp hier. Ist das, sieht schön aus auf jeden Fall, wo ich mich gerade befinde. Ich fühle mich hier wohl. Sehr gut, über 50.000, super. Und, oh mein Gott, hier fehlt Straße und wir stürzen ab, oh nein. 100% übrigens. Oh nein, wir stürzen ab.
Was heißt letzten Endes auch, dass wir im Land der wandelnden Seelen nicht ankommen, sondern halt irgendwo auf der Strecke halt gefallen sind. Das scheint irgendwie das Weltraum, wo wir da durchfahren oder so. Diese Highways hier, Speed Highways. Ja, Spanner, solltest dich schämen. Oh, Entschuldigung, ich habe das nicht extra gemacht. Ich möchte nichts davon wissen. Mach deine Sauerei woanders. Ja, Raymond, so einer bist du also. Ich verstehe. Ja. Weil man am Ende der. Die Punkte am Ende waren eigentlich schon geschenkt, sind immer geschenkt. Mit dem grünen. Ja, das gucken. Oh, schön. Oh, das überrascht mich tatsächlich. Weil ich manchmal hier diese Smiley-Gesichter zu haben, sind halt immer schon eine Sache. Ich werde die Level nicht nochmal machen, wenn ich kein Smiley habe, aber ich finde es schön. 30 Punkte. Ja, das sind für mich 100%. Mit denen kann ich mich auch anfreunden. Ich muss los, meine Schulden bezahlen. Na, dann wärst du wohl lieber eingesperrt gewesen sein. Wie das Spiel vor Halbfinale von Sims 2 gestrandet. Sind alle nach Hause gekommen und erstmal Schulden bezahlen. So ist das. Gott. Was bist du für ein Tier? Ein Frosch. Ich hab das Gefühl, dass du nicht immer ein Frosch warst, aber das ist, kann mich auch täuschen. Ja, ich glaube, die finde ich hier nicht. Nein. Wo ist denn der Käfig? Da auf der anderen Seite wahrscheinlich dann. Kuhmelken. Ich glaube, das ist ein Synonym für Frieslinge besuchen. So. Komm mit, Kleiner. Nicht sterben. Annette, dass ich keine Punkte verliere im Giftwasser. Das sind Edelsteine. Egal. Der Bosskampf, den finde ich ziemlich nervig. Auf jeden Fall. Das ist ein nerviger Bosskampf, aber Abwechslung. Ja, dann der Stich war sehr gut an der Stelle. Deren Kack hier. Kann man. Geht doch auch nicht ausweichen, einfach. Was für appetitliche Schenkel! Diese Frau ist eigentlich auch eine gute, Beschreibung davon, was das für ein Spiel hier ist. Ich bin auch wieder besessen, das stimmt. War eigentlich immer nur die Frauen in einen Flosch verwandeln und dann anspritzen. Mit ihrer Suppe. Ist nicht so cool wie der Dingo-Doll-Bosskampf, aber kann man machen. Die Musik ist geil.
Tut das nichts weh? Doch, ich will dich anfassen. Oh, mach doch nicht das schon wieder. Zögert dein Ende doch nur heraus. Da will man auch gerne die Folterinstrumente auspacken, muss ich sagen. Ist das Prostsuppe? Oder ist es. Na, hör mal, die Zauberer in Rayman in Quest 3, die konnten ja auch Leute in Frösche verwandeln. Natürlich, ich werde nochmal getroffen. Ich bin nicht dein Froschkönig, lass mich bitte in Leben. So, weg. Und noch einmal, weg. Dankeschön. Ich wollte schon sagen. Whisky. Ich trinke übrigens kein Whisky, auch wenn das Poster im Hintergrund vielleicht was anderes deuten mag. Aber jetzt für die Zoom-Meetings packe ich auch immer meinen Greenscreen aus, hey. Gibt's hier noch einen Käfig? Ich weiß, hier gibt's keinen, aber man kann ja mal ein bisschen blind spielen. Da ist noch ein Käfig, eine Truhe. Ein Juwel. Sind das Juwelen in dem Spiel? Ich weiß es nicht. Rayman, hier bin ich! Rayman! Rayman? Rayman, hol mich hier raus! ...90% abgeschlossen. So, es sind Juwelen. Hier nennen sie auch gerne Juwelen. Weil die sehen halt aus wie Juwelen und nicht wie die Edelsteine in Spyro, die Juwelen heißen. Wanted. Ich bin Wanted. Dörde. Dörde. Ah, da. Ich muss los, einen Witz erzählen. Es ist Freitag. Am Baum hängt ein Käfer. Guck ich mir mal gleich mal an. Also sollte er glaube mit dem Greifer machen, weil der halt gut zuschlagen kann. Oh, komm, einfach weg. Gib mir nochmal die Bonuspunkte, dankeschön. Du sagst, am Baum hängt ein Käfer. Haben die Käfer jetzt Namen? Ich will wissen, wie die Käfer heißen, ansonsten haben sie keine Käfer mehr. Maturo, stimmt, den Namen habe ich schon mal gehört. Also vielleicht habe ich es richtig geguckt, manchmal ist er ja auch nicht sonderlich viel. Aber ja. Die 500 Punkte, die kann ich auch, verzichten. Dafür kenne ich das eine Secret auf jeden Fall, was gleich kommt mit dem Boot. Was ich sehr cool finde.
Ich finde aber generell Sachen cool, die ich selbst herausgefunden habe, von daher. Es gibt auch ein paar Secret Seeds, weiß ich, habe ich nicht selbst herausgefunden. Selbst im Feenrad zum Beispiel hört das zu. Warte, dass das im Schneeland zum Beispiel auch. Aber mal gucken, wann wir das Schneeland sehen werden. Also auf jeden Fall nicht zu schnell sein. Ich muss hier runter. Hilfe! 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 Ich muss noch meinen Stiefel putzen. Wow, wie großzügig! Du hilfst mir hier rauszukommen. Dankeschön, Kumpel. Die Matuvus. Waran. Echse. Clown. Mensch. Ne, Echse, Clown. Schnabeltier. Ne, doch. Ach, keine Ahnung. Ne, Biber. Ne, Bär. Bär. Bär war's. Das erste Mal 2013 gespielt, der erste Trophäe bekommen, 2020 die letzte Trophäe. 2013 zum ersten Mal gespielt, interessant. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal gespielt habe, um Release herum, vermute ich sogar. Ja, dachte ich mir tatsächlich. Oh, ein Käfig. Da. Als erstmal auf der PS3, okay. Ah, okay. Ich weiß noch nicht so genau, wann ich das Spiel damals zum allerersten Mal gespielt habe. Hier kann man auch direkt drauf feuern, das ist eigentlich auch ganz gut. Ah, da kommt der Typ erst an. Lahme Socke, ey. Komm, ich will auf jeden Fall das Power-Up so lange wie möglich mitnehmen. Mich dann hier rüber wingen auf das Boot, weil das fährt jetzt mit uns dahin. Und dann natürlich erstmal hier die ersten 5 außen einsammeln. Oh Gott, ja, super. Wo ist das Boot? Oh, das bleibt einfach stehen, ist ja nett. Was meinst du? Ach so. Ja, man nimmt das Boot, Tobi. Ah, okay. Ah, okay. So habe ich zum ersten Mal deine Nachricht doch erst verstanden, dass ich den Greifer mitnehmen soll.
Tja, the more you know. Sagen die Käfige. Vier fehlen noch. Zwei davon sind bei Rassov und die anderen beiden kommen auch noch. Okay. Naja. Ja. So. 96 Punkte. Prozent, das ist doch eine schöne Zahl. Ja, wirklich so, Punkte sammeln macht sehr viel Spaß in dem Spiel. Da kann ich nichts gegen sagen. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Ich habe Käfer übersehen. Ja, nee, den suche ich jetzt nicht. Das wird nichts, wenn ich den jetzt suche. Wenn ich. Was bringt mir der Käfig da oben? Was kommt aus dem Käfig raus, wenn ich den befreie? Grüner Edelstein, okay. Den kann das, glaube ich, nicht sinnvoll kombinieren. Ich muss unbedingt noch saure Gurken kaufen. Ah, nee. War zu weit weg, leider. Da. Oh, mit der Schulter, mit der hinteren Schultertaste machen wir das. Warum hat er jetzt schon 30 gegeben? Der Gegner. Ich muss los, mein Ich finden. Eine gute Sache. Ich mach das. Was machst du denn? Und was ist fallen, Kumpel? Nimm mich stattdessen. Oh, da können wir jetzt da hoch. Bisschen Heilung, das ist natürlich ganz gut. Weg. Einfach weg mit dir, Kumpel. Wie viel Prozent haben wir bekommen? Ich hab nicht geguckt, leider. Wer wagt, mein Reich zu betreten? Aber darf ich mal loben, wie kurz die Ladezeiten sind? Lasst ihn uns gebührend empfangen. Okay, den Bosskampf finde ich eigentlich nur anstrengend und nervig. Ja, vermutlich sind da zwei in dem Haus. Kannst du ja sagen, wenn du irgendeine Erinnerung hast. Oder vielleicht habe ich auch eine Erinnerung. Ich weiß auf jeden Fall, wo der Käfig ist, der hat auch eklig zu bekommen. Das
92%, dankeschön. Ich wollte gerade eine Nachricht beantworten. Ich sterbe hier gleich. Ah, gut, ich hab den bekommen. Ich muss noch Waffeln backen. Hätte ich den gut mit den Edelstein kombinieren können, aber ich sehe ihn nicht. Komm, ich brauche Energie. Ich hab's wirklich nur. Oh, warum bin ich voll geheilt? Hat mich der Käfig voll geheilt? Ah ja, weil ich gerade, Nee. 18? Ah nee, doch, ich hab einen Kreis voll gemacht. Also, ich hab ein 6er-Paket gemacht, deshalb wurde ich voll geheilt. Das ist nett, das ist nett. Das ist eine richtige Belohnung dafür, für die Leute, die 100% tun, hier im Bosskampf voll geheilt zu werden. Genau, 18 ist Modulo 3 gleich 0. Das ist korrekt. Da. In der Nähe des Kamins. Meinst du diesen Kamin hier? Da denke ich immer wieder gerne an die PS1-Version von Rayman 2, wo man für jeden Käfig eine volle Heilung bekommt. Das ist sehr nett auf jeden Fall. Aber ist zu nett schon fast. Mal ein bisschen rollen. Rolle vorwärts. Ups. Ups. So, hier lang. Naja. Du würdest exzellent in meinen Salon passen. Ausgestopft an meiner Wand. Hätte mal abgeschossen. Er macht aber auch Faden, der Typ. Heilung, nehme ich sehr gerne mit. Der Tanz da ist jetzt nicht so ein schöner Raum, es geht trotzdem einfach mal rein. Okay, er kommt rein, das ist schön. Ja, habe ich einen aufgeladenen Schlag ja super benutzt. Gib mir mal ein bisschen Energie, Leute. Oh. Punkte. Apropos Punkte, ich hab noch kein Smiley. Wie schnell hat der denn jetzt geschossen? Beim Kamin oben meinst du? Vielleicht komme ich nochmal aus dem Kaminzimmer, dann gucke ich gerne nochmal nach. Wo war denn der Kaminzimmer? Keine Ahnung, das Kaminzimmer. Gut. Erstmal befreien, ihr müsst mir ja letzten Endes auch helfen beim Bosskampf gleich, deshalb befreit euch alle. Oh.
Wenn ich Game Over gehen, Templer. Ich bin gleich tot. Ja, gib mir mal bitte. Ich hab's jetzt wirklich nötig. Ja, mache ich ja. Also ich versuche zumindest, aber halt, wenn er schon nah bei mir dran ist, habe ich das Gefühl, dass das nichts bringt. Ha, je schneller du rennst, desto schneller du stirbst. Weil er mich also. Dann feuere ich lieber ganz viele einzelne Schüsse ab, bevor er mich treffen kann. Wenn ich schon nah an ihm dran bin. Da da. Das ist zumindest meine Logik. Die ich gerade an den Tag lege. Ja, gib mir mal bitte. Dankeschön. Irgendwie nicht, Lo, habe ich das Gefühl. Ich brauche noch mal Punkte. Nichts und niemand hält mich auf. Das stimmt vermutlich. Außer diese alte Hexe. Okay, jetzt habe ich das Grinsen. Super. So, hier mal ein bisschen Heilung. Ich hab's nötig auf jeden Fall. Und hier rein. Perfekt. 92 Punkte. Prozent Punkte. Trink deine Suppe ausleveln, okay. Das war interessant. Große Hand. Ich bin gerade Globax und sehen, dass das keine große Hand ist, aber gut. Nicht sterben, ja? Das wäre sehr peinlich. Jetzt können wir ihn runterhauen mit der starken Faust. Oh, ich bin so dumm! Fall runter, Kumpel. So. Was nett ist, es gibt ja unendlich viel Heilung. Ja, unendlich viel Heilung. Und der macht mir meine Faust kaputt, der Arsch. Vergesst Buffalo Bill. Hier kommt Kanonenkugel Bill. Das ist echt schwierig, vom PC am PC zu spielen. Wirklich. Vergesst Buffalo Bill. Hier kommt Kanonenkugel Bill. Ich glaube, mehr Fäuste gibt es mir das Spiel auch gar nicht. Es war einfach komplett dumm, dass ich die zweite Pause direkt vergackt habe. Ich glaube, mehr Fäuste gibt's halt auch nicht. Zumindest habe ich danach nie eine bekommen. Aber der Walter hat ihn auch schon weiter fertig gehabt.
Ja, und die Pause dauert es ewig. Ich habe jetzt nur einmal runtergehauen. Das ist komplett inkompetent meinerseits. Ich habe mir schon immer einen Rayman als Deckvorleger gewünscht. Oh, danke schön. Danke schön. Warum ist er jetzt runtergefallen? Aber ich habe halt nie so schlecht gespielt, dass ich eine dritte Box gebraucht hätte, tatsächlich. Komm, mach fertig. Und noch eine vierte Dose, habe ich da noch nie erlebt, dass sowas passiert. Naja, Tobi hat auf jeden Fall seine Kanalvorhersage verloren. Oh, ich habe noch gar nichts getrunken. Gute Frage, Globox. Ich habe eine Idee. Müssen wir halt einen kleinen Umweg nehmen, da wir ja, wie gesagt, abgestürzt sind bei der Fahrt zum Heiler oder halt zum Land der wandelnden Seelen. Hilfe. Wir sind im Land der wandelnden Seelen. Mit einem Land voller Geister und Horrorgeschichten gerechnet. Ja, es ist ein schöneres Land der wandelnden Seelen als in Rayman Origins und Legends, das stimmt. Und das war jetzt auch, wäre es jetzt auch erstmal für genug an Hauptgameplay in diesem Spiel, aber wir haben noch ein paar andere Dinge zu tun, nämlich, ich würde nämlich gerne einfach mal wissen, wie kann ich Rayman verkloppen? Das ist doch mal so eine Sache, die man einfach mal wissen möchte. Also ich würde sagen, ich habe auf Rayman gerade irgendwie keine Lust mehr. Aber ich könnte noch weiter streamen. Ich könnte noch Spyro fertig machen. Das steht ja auch noch an. Und da sollte die Zeit, die ich noch habe, eigentlich auch vollkommen ausreichen. Arcade, was haben wir denn so für Arcade? 2D-Matchen eigentlich. Ich finde die Minispiele furchtbar. Eigentlich. 2D-Madness, Rocket Jump, Crash, Rastorf Circus. Ja, nee, komm. Keiner sagt die Minispiele. So. Ja, ich würde einfach sagen, das war's an der Stelle mit Rayman 3. Und was jetzt noch passiert, das ist ein anderes Thema. Also, ciao.